Und welcome back hier auf im ersten Spiel des heutigen Abends. Das ist einer der letzten Spiele hier im Live der Season 4 hier. Dark Horse gegen den Nerdy auf der Free Einstein Season 4 Map hier in der vierten Liga. Und mal im Ernst, wir wollen 100 pro hier mal die Tabellen sehen. Die schauen wir uns mal an, weil es geht hier in den Endspurt der Ligen zu und die sind richtig spannend. Da habe ich schon einiges gehört. Das soll richtig kesseln hier in den Ligen. Wir gucken uns mal an, ob das auch genau hier der Fall ist. Hier in der vierten Liga. Schaut euch das mal an, meine Lieben. Und hier sehen wir den Nerdy auf Platz 5 mit 16 Spielen. Hat noch 2 Spiele zu leisten. Mit 34 Zählern hat die besten Möglichkeiten, hier an den Dark Horse vorbeizuzischen. Mit einem Sieg. Und der Dark Horse auf Platz 4 aktuell. Mit 17 Spielen. Ein Spiel fehlt ihnen jetzt nur noch. Bis zum Ende der Liga. Mit 35 Zählern. Muss gewinnen. Damit der Nerdy ihn hier erstmal ein bisschen auf Abstand bleibt. Aber wie gesagt, auch bei einem Spiel kann er noch hier wirklich noch was erreichen. Ja, mal sehen, ob der Dark Horse es schafft, hier die Papagei noch einzuholen. Aufstieg ist damit aber erstmal nicht möglich. Er bleibt in der Liga. Das kriegt er nämlich nicht mehr hin. So, jetzt gehen wir mal ins Spiel. Und gucken uns mal an, was bei den beiden so abgeht. Hier haben wir die Dark Horse hier schon links oben mit den Alliierten in grün unterwegs. Und hier rechts unten haben wir den Nerdy, der im Übrigen auch schon hier mit den Invasoren hier fleißig unterwegs ist. Hat hier sein BMT, den er als Alliierter schon zur Verfügung hatte in der vierten Liga, gleich auch genutzt. Invasoren sind drinne. Und jetzt ist die gute Frage, was hat er damit vor? Wohin? Wohin will er damit? Ist er der Erste, der versucht, hier die Gebäude hier einzunehmen? Wäre mal ein Ding, ne? Einmal mal versuchen. Und dann Überraschungspaket. Nein, wir warten mal ab, was er vorhat. Kann aber auch sein, dass er heute mal was Neues probiert. In die Base direkt zurückfährt. Beziehungsweise reinfährt vom Dark Horse. Und probiert hier Gebäude gleich. Gleich nach kurz der Beendigung des Cooldowns zu holen. Allerdings, Dark Horse wird hier sehr, sehr klar merken, wenn der Nerdy an Gras kommt. Oh, da ist was. Es wird jetzt in dem Fall jetzt schon sein, dass die Panzer da reinfahren. Der BMT übrigens auch rechts an der, ja, an den schönen Tümpel hier vorbei. 7,5 Minuten Cooldown haben sie. 7,5 Minuten noch Zeit hier sich aufzubauen in der Friedenszeit, ohne sich gegenseitig hier rauszunehmen. Und danke dir, Jamie. Und übrigens, hi, Consuela, schön dich zu sehen. Du, das ist eine gute Sache, Consuela. Das darfst du doch nicht sowas verraten. Moin, Darkuruk. Glückwunsch zur 10er-Serie. Ne, er macht's tatsächlich. Habe ich gerade was verpasst? Ey, sag mal. Ich habe mir da gerade das Gefühl, Leute, warum ich jetzt gerade so. Warum ich gerade jetzt so stotter? Es geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Nee, absolut nicht.